Tja, ja, Dynamo, Mensch. Wie sieht so ein Dynamo von innen aus? Ja, hier kann man es halt mal sehen. Die zwei Pins sind abgebrochen und jetzt kann man da nichts mehr anschließen. Also, einfach mal aufmachen. Oben Kappe abziehen. Und hier unten muss man leider mit ein bisschen Gewalt die Verklebung lösen hier unten. Und dann sieht man, Mann, so sieht der aus. Leider ist er verklebt. Tatsächlich. Er ist nicht verschraubt, wie man denkt. Er ist verklebt. Dann hebt man den Magneten ab. Könnte man jetzt wieder reinigen hier schön. Da ist auch Wasser reingekommen. Wie man sieht, hier kommt überall Wasser rein. Ja? Also, wie gesagt, schaut euch das an, wie rostig das ist. Na, das ist nicht so hier. Ihr denkt, das ist schön dicht alles oder so. Das ist natürlich auch nicht gut. Dann fangen die Kontakte an zu oxidieren. Ja, und dann war es das. So, und das Teil, der Halter für die Spule, der war mit dieser, boah, der war mit dieser Schraube hier unten festgeschraubt. Also, schrauben wir den erstmal wieder rein, weil die Spule soll ja dranbleiben. Aber wir müssen jetzt eigentlich hier an den, müssen wir ja nicht, fällt mir ein. Doch, müssen wir. Die Abdeckung ab. Ist alles verschweißt, also eigentlich kommt man da nicht dran, ohne es kaputt zu machen. So, die Abdeckung habe ich abgehebelt. Und jetzt haben wir hier die zwei Wege. Einmal die Erdung, die ja noch funktioniert hier. Ich weiß nicht, ob man das sieht so gut. Einmal hat man hier also die Erdung auf dieser Seite, die dann auch hier an den Rahmenkontakt weitergeht. Funktioniert ja alles noch. Und einmal hat man hier das, was man direkt an die Lampe anschließt. Jetzt müssen wir das abhebeln, rausheben. Lampe. Man kann das nicht so oft hin und her biegen, das ist das Problem. Tatsächlich kann man jetzt hier den reparieren, indem man sogar recht simpel kann man den reparieren. Ich mach das mal. Aufgepasst, zugehört. Ich erweitere mal die Löcher hier ein bisschen. Hier unten, diese kleinen Schlitze, die hier drin sind. Grob russisch, erstmal ein bisschen aufgedehnt. Jetzt. So viel zum Thema. Ich bin ja ein richtiger Ossi. Also, das ist ja wirklich so unglaublich. Normalerweise schmeißt man ja sowas einfach weg. Ich meine, der Dynamo kostet aber Geld. Ich glaube, der kostet ja nicht mal wenig Geld. Vielleicht kostet er 20 Euro oder sowas. Und jetzt sind ja 20 Euro, die man wegwirft. Bloß weil man keine Lust oder keine Ahnung hat, wie das zu reparieren geht. Kaputt ist er nicht. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Wicklung noch nicht durch ist. Jetzt würde ich mir einfach mal zwei Kabel nehmen. Kann man ja beliebig oft wiederholen, das ist ja das Schöne daran. Und dann machen wir Feine. Ich gehe jetzt mit dem Kabel hier unten noch hin, durch das eine Loch rein. Ho, 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 ho. Ja. Und durch das andere Loch wieder raus. Das ist eine ganz simple Geschichte, das ist ja kein Geheimnis. Deswegen zeige ich es euch ja. Natürlich, man muss kurz drüber nachdenken, ja, wie kann man das machen und so, aber eigentlich ist das ja kein Geheimnis. So, jetzt haben wir das hier. Jetzt folgendes. Das muss ich jetzt machen, weil wenn ich es vorher mache, geht das nicht. Jetzt isoliere ich das Kabel hier an der Stelle ab. Genau an der Hälfte sozusagen. Ihr wisst auch warum. Die Cleveren, die wissen schon warum. Alle anderen werden clever gemacht. Ich meine, man kann ja nicht auch nicht alles wissen. Das mache ich mit Feuer. Warum nehme ich Feuer? So. Ich nehme Feuer, weil ich mit Feuer natürlich das Kabel nicht verletze. Dann zieht das hier rum. Durch beide sozusagen zieht das zurück. Mann, das ist scheiße hier.
sieht das. Bestimmt sieht man das. Bin mir sicher, man sieht das. Dann lege ich hier. Also ich ziehe das beide zurück. Ich ziehe es einfach zurück. Achtung, ich ziehe zurück. Naja, ich wachse ja auch jetzt gerade. Ich mache ja das hier bei dem Ding zum ersten Mal. Ne? So, haben wir. Zurückgezogen. Ja, seht ihr? Jetzt drücke ich den Kontakt hier wieder auf. Also erst schaue ich mal, ob dieser Kontakt komplett, der Gummi komplett verschwunden ist. Ja, ist er. Wunderbar. Wenn ich jetzt ein Cooler wäre, hätte ich Silikon. Da ich aber völlig uncool bin, habe ich kein Silikon. Ansonsten würde ich mit Silikon oder mit Heißkleber einmal hier drüber gehen. Macht das mal. Ich guck mal, was ich habe. Ja, eine Heißklebepistole habe ich. Das ist natürlich ideal. Dann kann ich das gleich richtig einbuddeln hier, einputteln. Nicht, dass irgendwo noch ein Kabelbruch kommt oder so durch Vibration hier, weil diese dünnen Drähte hier, die lösen sich ja auch mal gerne. Die muss allerdings jetzt erstmal vorheizen. Oh, jetzt habe ich mit Heiß. Das habt ihr jetzt gar nicht gesehen. Egal. Ich habe jetzt mit Heißkleber hier richtig voll gemampft. Und drücke jetzt hier diese Platte auf hier. Ist ja noch flüssig hier, seht ihr. Und ich hoffe, dass das hält und dass das nicht zu viel ist und dass die Spule oben drüber noch laufen kann. Das ist alles ganz wichtig. Und dass wir den Kontakt jetzt auch hergestellt haben. Das ist natürlich doof, wenn wir das jetzt halt nochmal rauspulen müssen. Da reißen wir bestimmt alles kaputt. So, das war's schon. Heißkleber angedrückt. Das ist natürlich alt improvisiert hier. Ne? Also das ist jetzt hier nicht der Bastler-Kanal in dem Sinne. Mach ich halt nur so nebenbei. Es ja, wird schon knapp. Ah doch, läuft. Fantastisch. Ja. Ringmagnet, wieder aufgesetzt. Jetzt kommt das hier zusammengeschoben. Tada. Jetzt verkleben wir das hier gleich noch. Ja, Mike. Ist er noch heiß? Ja, Heißklebepistolen, da gibt es bestimmt auch professionelle. Ich habe hier so eine ganz einfache, so einer vom Aldi Lidl Discounter, was weiß ich wie. Die taugt ja mal genau ja nicht. Würde ich mal behaupten. So! Ich habe das jetzt zusammengedrückt, ich hoffe, das hält. Jetzt hier noch den Pinöpel oben rum, auf die Laufrolle, den man nicht Pinöpel nennt, wenn man ja Fachmann ist, bla bla. Kratzt ein bisschen, das ist wirklich so dieser Rost da drin, die Oxidation. Aber den Magneten sollte ich nicht mit Stahlwolle putzen, ansonsten kriegt nie wieder Rost das Zeug da. Jo, hat leider ein bisschen Spiel. Hoffen wir, es funktioniert. Wir testen das mal. Abisolieren. So, angeschlossen. Tja, würde ich mal sagen, repariert. Also wenn man jetzt eine ordentliche Werkstatt hat und nicht nur meine und alle Dinge griffbereit, also nicht wie meiner, also alles anders hat, als es bei mir ist, dann braucht man dafür 10 Minuten. Und dann macht die Rechnung wieder Sinn. 10 Minuten und 20 Euro sparen, das ist schon okay. AXA HR Traction Power Control. Repariert. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben, obwohl das nicht sehr viel aussagt. Und sagt es Leuten weiter, die es interessieren könnte. Das ist doch wichtig, dass sich das weiter verbreitet. Also, wie gesagt, wir haben es repariert mit Hilfe von arbeitsaufwandstechnisch. Mit Erklären und so einem Schnulli dauert es natürlich länger. Aber wenn wir mal effektiv hier sehen, haben wir jetzt 20 Minuten gebraucht dafür. Wenn man das erste Mal macht und sich erst was ausdenkt sozusagen und erst mal schauen muss, dann dauert es halt 15, 20 Minuten. Wenn man weiß, wie es funktioniert, wenn man dieses YouTube-Video gesehen hat, dann geht das schneller. So, hier kann man jetzt natürlich diese Kabelschuhe ranmachen oder so oder eben irgendeine Verbindung, Kabelstecker. Und dann kann man eben mit Kabelschuhen darauf gehen. Ja. Und vor allem, wisst ihr, was das Geile da ist? Wisst ihr, was da geil ist? Das Kabel ist lang.
Sprich, du hast ein bisschen gut. Falls hier mal ein Kabelbruch irgendwas sein sollte, Kabelschuh ab, einfach ein Stück kürzen und einen neuen ran. Ne? Also hast du noch ein bisschen Reserve. Das war's von mir für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei Tommy repariert.